Halloali und herzlich willkommen. Heute werde ich mal Köttbullar zubereiten oder Schöttbullar. Ich werde die heute aus reinem Rinderhackfleisch machen und eine schöne Sahnesoße dazu. Ich nehme dafür heute 1 Kilo Rinderhack, eigentlich Elchfleisch, aber das hatte mein Fleischer zurzeit nicht im Angebot. Dann habe ich hier noch ein paar mehlige Kartoffeln, die sind schon gekocht, die werde ich gleich noch klein drücken. Die kommen dann mit ins Hackfleisch rein. Genauso habe ich hier 100 Gramm geriebene Semmeln. Ein wenig Sahne kommt noch mit dazu, Pfeffer und Salz natürlich. Dann habe ich hier Eier, etwas Muskat, ein wenig Piment. Dann brauche ich nachher für die Soße ein wenig Mehl. Dann habe ich hier hinten noch schwarze Johannisbeergelee, meinen selbstgemachten Gemüsefond, Pfeffer und Salz, die Sahne. Und als Beilage gibt es dann nachher noch die Kartoffeln und ein wenig von diesen Preiselbeeren. Die Kartoffelchen, die habe ich mir jetzt schon ein bisschen gedrückt. Das habe ich einfach nur mit der Gabel gemacht. Die Eichen habe ich aufgeschlagen. Ich entferne immer, wenn ich Eier so verarbeite, die Hagelschnur. Deswegen sind die Eigelb jetzt auch schon aufgeplatzt. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil sie ja sowieso verknetet werden. Jetzt gebe ich hier zu meinen Semmelbröseln ja so 50 bis 100 Milliliter Sahne dazu. Und nochmal 2 Esslöffel vom Gemüsefond oder 3 Esslöffel kann man auch ruhig nehmen. Ja, das Ganze jetzt ein bisschen durchmengen. So, das jetzt einen Moment ziehen lassen und dann kann es gleich mit zum Fleisch. So, das ist jetzt alles ein bisschen gezogen, das ist relativ fest. Ich habe sogar noch mal ein bisschen Sahne dazu gegeben. Das gebe ich jetzt mit zum Hackfleisch. Dann gebe ich noch die Kartoffel dazu. Muss auch gut durchgemischt werden. Dann kommt das Ei. Muskat habe ich mir hier schon ein bisschen gerieben. Das gebe ich noch dazu. Und noch ein klein wenig Piment. Dann natürlich salzen und pfeffern. So, und dann kann das Ganze gut durchgemengt werden. Ich ziehe mir dazu immer einen Handschuh an. Ich finde das immer etwas hygienischer, gerade bei Hackfleisch. Ja, richtig schön durchmischen, dass es nachher eine gleichmäßige Masse gibt. So, und wenn dann alles schön durchgeknetet ist, durchgemengt ist, dann kann man auch beginnen, Hackfleischbällchen davon zu drehen. Die Fleischbällchen zu rollen ist nicht unbedingt meine Lieblingsarbeit, gehört aber auch dazu. Ich mache die immer so etwa groß, wie eine Walnuss, vielleicht ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner. Es muss nicht unbedingt genau gleich sein jedes Mal. Insgesamt sollten da 50 bis 70 Stück bei rauskommen. Und das wird wohl auch hinkommen hier. So, die Hackbällchen sind jetzt alle fertig gerollt. Ich habe natürlich vergessen mitzuzählen, aber ich werde gleich, wenn ich die in die Pfanne gebe, nochmal nachzählen. Ich werde jetzt als nächstes die Kartoffeln schälen und schon mal aufsetzen und das Butterschmalz für die Klößchen heiß machen. Und während ich das mache, stelle ich die dann hier nochmal in den Kühlschrank. Die Kartoffelchen kochen jetzt, dann ziehe ich sie hier runter, stelle sie auf die kleinste Flamme und lasse dann da langsam weiter köcheln. Das Butterschmalz ist jetzt schön heiß. Jetzt können dann auch die Köttbullar langsam rein. Dass ich die nochmal im Kühlschrank hatte, hatte übrigens den Sinn, die werden dann noch ein bisschen kälter und bleiben ein bisschen mehr in Form, lassen sich einfacher ja, braten, dass sie auch rund bleiben. Aber wenn die dann so ein Weilchen liegen, einfach mal so ein bisschen hin und her rütteln, dass sie sich so ein bisschen drehen. Und zur Not einfach auch ein bisschen nachhelfen. Und wenn sie dann ringsrum schön gebräunt sind, dann lasse ich das Fett so ein bisschen ablaufen und gebe sie erstmal in einen Bräter. Den stelle ich dann auch gleich direkt in den Backofen bei etwa 100 Grad. Die Kartoffeln habe ich jetzt durch die Presse gedrückt. Da werde ich jetzt einfach noch mal ein bisschen nachsalzen. Dann noch etwas von der Muskatnuss. Noch ein Stückchen Butter. Und etwas warme Milch. Und dann noch mal schön durchmischen. Das soll schön locker sein diesmal. Und Deckel drauf und warm stellen. Und dann mache ich jetzt mit der Soße weiter. Von dem Butterschmalz nehme ich hier jetzt so ein bisschen was ab. Das brauche ich nicht alles, das ist viel zu viel. Klein wenig bleibt da. Ja, man sieht, das hat sich hier unten so ein kleiner Bratensatz gebildet. Der ist erwünscht, den will ich haben. Oh, das reicht. Und dann gebe ich das Mehl dazu. Und das schön umrühren. Und wenn es dann so ein bisschen schwitzt, dann lösche ich das ab mit meinem Gemüsefond. Mache ich so schrittchenweise. Dann stelle ich schon mal auf kleine Flamme.
Dann wieder was nachgießen. Und wenn das dann alles schön glatt gerührt ist, ja, dann erstmal kurz ausstellen und dann die Sahne dazugeben. Und wieder schön glatt rühren. Und wenn dann alles schön glatt gerührt ist, dann kommt jetzt noch mal was ganz Besonderes mit ran. Und zwar schwarze Johannisbeergelee. Ja, dann nehme ich 2 Teelöffel und das dann auch noch mal schön glatt rühren. Ja, das gibt diesen leichten, fruchtigen Geschmack bei dieser leckeren Soße. Wenn das dann eingerührt ist, dann noch mal mit Pfeffer und Salz abschmecken. Und dann kann es auch bald angerichtet werden. So, dann ist es jetzt soweit, kann angerichtet werden. Dann gebe ich erstmal hier Kartoffelpüree rauf. Oder Kartoffelstampf. Das ziehe ich mir dann hier so ein bisschen lang. Dann kommt von der Soße drauf. Und dann von den Fleischbällchen. Dann kommt noch ein bisschen von den Preiselbeeren damit bei. Ja, mein Tellerchen, das wackelt hier, weil leider mein Brett schief geworden ist, krumm geworden ist. Es hat sich verzogen. Es nennt sich zwar Köttbullar, aber das ist nicht zu vergleichen mit dem Köttbullar, die man vom Möbelhaus kennt. Das schmeckt hier doch noch deutlich anders. Jetzt gebe ich noch ein bisschen Pfeffer hier ringsrum und noch was Grünes dazu. Ja, idealerweise nimmt man da jetzt Petersilie. Habe ich jetzt leider nicht. Dann geht auch mal was anderes. So sieht das jetzt aus. So werde ich das jetzt servieren. Ich wünsche einen guten Appetit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!